Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge City Skylines. In der letzten Folge habe ich ja, die auch schon wieder bei mir ein bisschen länger her ist, und zwar wirklich ein bisschen sehr lange her. Ich habe aber eine Pause gebraucht vom ganzen Bauen hier. Das war echt ein bisschen anstrengend, war aber trotzdem cool. Ich habe mal testweise außerhalb vom Let's Play das Spiel laufen lassen. Es gibt eine große Stelle, die wir hier nochmal umbauen müssen. Und zwar ist das hier vorne die Schiene. Der Bahnübergang, der funktioniert nicht. Der bleibt der permanent geschlossen und dann staut sich hier alles komplett auf und schlimm. Auf jeden Fall sieht das aber so, wie das ja jetzt ist, echt cool aus irgendwie. Also ganz ehrlich, dieses Bild, das sieht irgendwie voll cool aus. Ich weiß auch nicht warum. Aber das hier müssen wir leider nochmal umbauen, denn die Schranke hier funktioniert überhaupt nicht. Die geht halt nicht hoch. Und jetzt ist halt natürlich die Frage, wie man das beheben kann, dass das Ding hochgeht. Kann natürlich vielleicht auch dran liegen, dass das hier ein bisschen verbuggt ist, dass deswegen vielleicht die Schranken nicht hochgehen, weiß ich nicht genau. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das anders oder besser bauen kann, weil hier haben wir ja das mit der Brücke gemacht, hier kann man das nicht mit der Brücke machen. Aber vielleicht geht es auch, wenn man ein bisschen... Ich baue mal ein bisschen rum. Ich teste mal ein bisschen aus. Vielleicht kriegt man es doch ein bisschen besser hin. Dass auch dieser komische Anzeigebug nicht ist. Vielleicht kann man trotzdem die Schiene oben drauf lassen. Und das Größte ist, wir haben auch das neue Update. Also das neue 2.0er Economy Update. Und da kamen jetzt so viele neue Sachen rein. Kreisverkehre gibt es zum Beispiel in neuen... weiteren Ausführungen mit Wald obendrauf oder zum Beispiel so einen Betonkreisverkehr mit einem Busch drauf. Neue Straßen, weiß ich nicht genau, ob es da schon welche gibt, aber zum Beispiel habe ich letztes Mal gesehen in der Folge vom Multiplayer-Projekt, es gibt jetzt ganz viele neue Bahnhöfe. Es gibt einen kleinen Bahnhof, mittlerer Bahnhof, normaler Bahnhof und noch einen Güterbahnhof. Und das ist halt echt krass. Dann gibt es halt hier auch noch was. Taxidepot, keine Ahnung, ob es schon davor gab. U-Bahnen. Ich glaube, das gab es schon davor. Schiffe, weiß ich gar nicht. Flugzeuge haben wir noch gar nicht gebaut. Aber das hier, die Bahnhöfe, die gab es, glaube ich, noch nicht. Die verschiedenen Größen davon. Und es gibt auch so viele neue andere Features und Funktionen. Man kann jetzt zum Beispiel Sachen, die man jetzt ausgebaut hat, zum Beispiel Schulen, Krankenhäuser, man kann dort explizit draufklicken, kann die aber auch verschieben und in einem Radius, wie man das jetzt hier sieht, platzieren. Also nicht nur jetzt hier verschieben und woanders platzieren, sondern gleich, wenn man es baut, kann man sie in diesem Radius platzieren und muss sie nicht mehr an diese Hauptgebäude bauen. Das gibt halt so viele neue Funktionen, die man halt jetzt umsetzen kann. Zum Beispiel hier, man kann halt jetzt das Ding, keine Ahnung, vorne an die Straße bauen und so. Man kann jetzt so viele neue Sachen machen und das ist halt echt cool, was es halt jetzt für ganz viele neue Features gibt. Und ja, die werden wir halt nach und nach ausprobieren. Also nicht alle in der Folge, geht auch gar nicht. In der Folge mache ich jetzt erstmal den Bahnübergang schick. Und dann schaue ich, ob das, was wir hier gebaut haben, überhaupt so an sich funktioniert. Weil das weiß ich bisher auch noch nicht. So, wenn wir jetzt hier rüber gehen. Das sieht halt permanent so verbuggt aus. Könnte auch wegen dem Zebrastreifen, aber wegen der Schiene hier sein. Wegen irgendwas. Liegt da nicht irgendwas? Ich gehe mal hier so rüber. Da reiß mal das Gebäude ab. Wir können auch hier gar nicht rüber. Wir könnten so rüber. Das würde gehen. Wie, wer ist die nochmal? Die Dorfbewohner in Minecraft, die machen ja immer. Ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Oh, habe ich die Schiene abgerissen? Oh, die habe ich also hier, die eine Kurve, die da kam. Und wenn wir das einfach so machen, weißt du, wir könnten doch ganz einfach auch hier lang gehen. Man muss jetzt die Schiene auch nicht da oben lang führen. Man könnte die auch einfach hier entlang führen. Und dann verbindet man die einfach da unten. Ich glaube, das wäre besser.
Wir verbinden die nicht hier. Wir verbinden die einfach hier. Weil die Züge, die dann hier runterfahren, die können ja eh das Gleis wechseln. Die können dann hier lang. Und dann können sie eh hier runter. Also im Endeffekt wäre das hier eigentlich die verbeste. Richtig. Die beste Anbindung. Das hier müssen wir auch nochmal alles umbauen hier. Boah, ich will irgendwie alles umbauen. Ich will alles schicker machen. Hätte man zwar, glaube ich, auch... Also hätte man auch von Anfang an machen können. Mit dem Umbauen oder besser bauen und anders bauen. Aber... Ja, ich weiß nicht. Ich will irgendwie alles cool haben. Aber ich glaube, das kann ewig dauern. Bis wir hier alles richtig cool gebaut haben oder umgebaut haben. Ja, ich habe ja noch so viel vor. Ich will ja noch andere Städte irgendwo hinbauen, noch was Neues anfangen und so weiter. Ja, aber mal schauen, wie wir das alles machen können. Andere Features gibt es zum Beispiel auch noch. Map-Teile kosten jetzt, also die Teile hier kosten jetzt Geld. Im Monat, wenn man hier draufklickt, glaube ich, dann steht dort jetzt Feldunterhaltungskosten 8.374 Kubikdollar pro Monat, kosten 80.000, ja. Kostet halt jetzt im Monat Geld. Gute ist, bei uns gibt es noch nicht den Bug. Auf dem Multiplayer-Projekt von uns 5 Bürgermeistern, die halt da rumbauen, da gibt es leider den Bug, dass alle Felder frei sind. Und alle Felder wurden dort halt irgendwie, warum auch immer, freigeschaltet vom Game. Und das kostet uns jetzt im Monat einfach mal 34 Millionen. Und das ist eine verdammte Menge. Und es gibt auch aktuell einen Radiosender-Bug. Heißt, wenn hier irgendwas Komisches passiert, kann es sein, dass das Spiel anfängt zu lecken, wie gerade eben, muss man Radiosender wechseln und dann läuft's wieder. Keine Ahnung, was da aktuell noch so für kleinere Bugs drin sind. Vielleicht habe auch nur ich den Radiosender-Bug. Wer weiß, aber der existiert halt aktuell. So, möchte ich jetzt hier eine Brücke haben? Eine Zugbrücke möchte ich, glaube ich, schon haben. Da gehe ich aber auf 7,5 hoch. Weil damit kann man ja auch eine Brücke bauen. Da brauche ich keine Brücke mit irgendwie 8000 Metern. Dann gehen wir da hin. Aber ich freue mich auch wieder aufzunehmen. Ich habe halt jetzt echt lange Zeit nicht mehr aufgenommen, weil ich halt auch einerseits keine Zeit hatte. Gell? Immer diese Zeit. Schlimm. Einerseits keine Zeit. Und andererseits habe ich auch noch ein paar andere Sachen gemacht. In der Zeit, wo ich jetzt halt nicht aufgenommen habe, keine Ahnung, wie viel das war. Oder wie lange das war. Weil das ja locker auch ein paar Wochen. Aber ich habe ja so viel vorproduziert. Ah, soll man das so machen? Könnte man so machen. Und dann gehen wir hier wieder runter auf 0. So. Nein. Ich möchte natürlich hier alle schön im 90 Grad Winkel gebaut haben. Ja. Yeah. Warte, wir gehen nochmal ein bisschen weiter nach vorne. War das jetzt 90? Keine Ahnung, egal. Lass mal einfach so. Nein, bitte. Das Speichern, gell? Da kriege ich immer so einen halben Infarkt. Weil das Spiel ist mir damals schon mal abgestürzt, wo ich ja richtig den Rappel bekommen habe, wegen der Bushaltestelle. Ich habe eine Bushaltestelle verschoben. Und dann ist mir das ganze Ding abgestürzt. Oh, war das schlimm. So. Ja, das machen wir aber anders. Da reißen wir mal das hier weg. Gehen dann noch einen Ticken hoch. Können wir das snappen? Kriegen wir das irgendwie? Ach, hier vorne. Ah, da oben ist es. Hier. Okay, Schiene bleibt auf dem Boden, weil manchmal kann es auch sein, dass irgendwie die Schiene dann zu einem Hügel gemacht wird. Keine Ahnung warum. Kann man das hier so lassen? Ist das so in Ordnung? Also das hier sieht wiederum ein bisschen cool aus. Ja, das kann man, glaube ich, so lassen. Okay, dann würde ich mal sagen, wir machen mal Play und schauen, was passiert mit dem ganzen Verkehr. Ich habe es ja noch nicht laufen lassen. Also ich...
Ich glaube, ich habe es noch nicht laufen lassen. Und... Oder habe ich es schon mal laufen lassen? Boah, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Es kann vielleicht sein, dass ich schon mal laufen lassen habe. Aber ich weiß nicht mehr. Aber es sieht trotzdem cool aus. Es sieht halt wirklich cool aus. Und es funktioniert halt auch. Also stautechnisch ist hier alles komplett behoben. Wir haben hier keinen Stau mehr. Und es sieht halt echt stylisch aus. Da weiß ich halt nicht, ob man auch ein paar Gebäude reinbauen soll. Also ein paar Straßen hier durchziehen. Und dann könnte man doch ein paar Wohngebäude so noch hier hin platzieren. Weiß ich nicht. Da will ich aber, wenn wir das machen, die neue Straße... Oh ja, oh ja, oh ja. Ganz wichtig noch, wenn wir jetzt noch Play machen und es laufen lassen. Einmal gibt es hier einen echt riesigen Unfall. Wow. Okay. Sehr interessant. Zum anderen werden, glaube ich, auch gleich die hohen Mieten verschwinden. Und wir werden halt... Also das hier wird sich auch einpendeln. Wir machen ja gerade noch 1,5 Millionen Gewinn. Ich glaube, wir machen gleich nur noch 700.000 Gewinn. Das wird sich auch einpendeln. Und wir werden eine gigantische Sterbewelle bekommen. In der gesamten City. Weil halt jetzt so viele dann gleich sterben werden. Durch das neue Update gibt es nämlich auch kleinere Änderungen. Und deswegen müssen wir schon mehr Krematorien jetzt mal bauen. Es wird halt eine Änderung geben, dass sich das Spiel halt einpendeln kann, müssen ältere Herrschaften in dieser Stadt leider weichen. Und das geht halt nur, indem man die halt, ja, indem die Entwickler diese Leute halt umbringt. Schlimm gesagt, aber ist so. Die bringen die halt um. Oh, ja. So, und jetzt können wir ganz einfach hier an die Straße die ganzen Erweiterungen bauen. Das ist halt echt cool. Weil teilweise geht's halt... Das hier mit der Kamera ist halt noch ein bisschen doof. Man muss in einem bestimmten Winkel irgendwie die Kamera haben, dass man die Gebäude daran snappen kann. Das ist noch ein bisschen erbischli doof gemacht. Oder geht das so? Oder so? Der snappt halt, der will halt hier ransnappen. Also das ist noch ein bisschen kacke. Oder können wir... Oh nee, das wollte ich gar nicht. Weil ich will noch ein paar Erweiterungen ranmachen. Zusätzliche Verbrennungsofen. Ja, können wir machen. Aber halt auch hier ein paar Garagen. Und da weiß ich jetzt nicht, warum er die unbedingt da ranbauen möchte. Ja gut, bauen wir sie hier einmal hin. Und hier. Hier geht's wahrscheinlich nicht, oder? Okay, speichert. Wegen dem Leck gerade. Ja, okay. Ich glaube, maximal ein Ding nebendran geht. Aber sonst hängt er sich da direkt da dran. Und so wird es dann halt aussehen. Also die ganzen Erweiterungen hängen dann halt nicht mehr im Hauptgebäude, sondern sind dann halt daneben verteilt. Und das ist halt schon cool. Macht halt schon was her. Die haben wir alle nicht erweitert? Oder kann man das... Machen wir hier zwei hin. Das ist schon ein bisschen doof. Ganz ehrlich. Wie viel kann man eigentlich hinmachen? Weiß ich gerade gar nicht. Aber ich würde jetzt nicht alle komplett Maximum ausbauen. Ich würde halt überall so ein bisschen machen. Weil da haben wir ein Krematorium, da haben wir eins. Da wäre eine Klinik, oben brauchen wir keins. Manche bauen ja auch im Industriegebiet irgendwie die ganzen Krematorien und Dienstleistungen hin, wie jetzt zum Beispiel Krankenwagen und so weiter. Verstehe ich auch nicht, warum. Weil in den... Oh, es leckt schon wieder. Gott im Himmel.
bitte behebt diesen Musik... Das kann doch nicht... Okay, der Radiosender ist auch immer noch Schrott. Der ist auch Schrott. Der geht noch. Ich glaube, wenn immer wenn das Lied gewechselt wird, kackt das Game ab. Wir haben die einfach nicht erweitert. Voll gut. So. Will ich die Garagen? Ich baue mal hier noch zwei. Ne, nicht zwei, sondern drei. Können wir noch? Ne, können wir gar nicht. So wird's gehen. Auch interessant. Oder kann man... Man kann es ja auf jeden Fall noch verschieben. So wird es nicht gehen. Da, die sind zu nah. So ein Pixometer, jetzt geht's. Weil ich halt hier Steuerung A gemacht habe. Machen wir hier noch mal ein Reihenhaus hin. So. Dann gehen wir jetzt kurz mal zur nächsten Krematorienstätte. Ich weiß gar nicht, warum wir die nie ausgebaut haben. Vielleicht haben wir es eigentlich auch einfach auch nie gebraucht. Kann auch sein. So, gehen wir dahin. Das haben wir immerhin ein bisschen ausgebaut. Aber konnten wir nicht weitermachen, weil ich hier nichts abreißen wollte. Was aber jetzt geht. Also jetzt nicht mit abreißen, sondern mit dem Erweitern. So, dann hauen wir hier noch eine Erweiterung ran. So, wo gibt's noch mehr? Da vorne haben wir schon Erweiterungen dran, ja. Können wir noch eine dritte ran machen? So. Wie viel haben wir da drüben? Da müsste halt jetzt... Dann machen wir da noch eine ran. Also wir brauchen die auf jeden Fall. Auf längere Sicht gesehen... Brauchen wir nicht ganz so viele. Aber im Moment... Also ist, denke ich mal, nie verkehrt. Die Auslastung wird zwar jetzt wahrscheinlich überdimensioniert sein. Erstmal. Aber... Hier... Ja, ich würde es trotzdem in die Straße bauen. Würden wir jetzt auch... Ne, lassen wir mal. So, okay. Ist okay. Wir müssen mal Play machen. Krematorienverfügbarkeit ist halt jetzt noch in Ordnung. Aber die Sterbewelle, die wird demnächst losgehen. Und dann brauchen wir es auf jeden Fall. Ich habe nämlich auch letztes Mal gedacht, wo ich hier gespielt habe, dass das Game jetzt anfängt zu ruckeln, wegen diesen ganzen Krematorien. Nicht wegen den Krematorien, sondern wegen diesen ganzen verstorbenen Leuten. Weil auf einmal so viele verstorben sind, dass das Spiel halt dann angefangen hat zu lecken. Aber das lag nicht daran, das lag nämlich daran, dass einfach das Lied vorbei war und das nächste abgespielt wurde. Und daher dort aktuell der Bug herrscht. Ja. Kam halt eins zum anderen. Und das hier ist auch komplett bescheuert. Kam halt eins zum anderen und dann hat das Spiel angefangen zu lecken. Kann man die Ampel nicht doch ein bisschen... So. Speichern. Abbiegen bei Rot oder so. Dann können die nämlich bei Rot abbiegen. Keine Ahnung. Jetzt kommen die auch nicht mehr in die Quere. Ist das jetzt schon behoben? Wahrscheinlich wurde es extra so gemacht, dass der Gegenverkehr nicht abbiegen kann, wenn die hier auch noch abbiegen. Weil das ist halt komplett bescheuert. Dann kommen die halt nie zu Pötte. Oh, ich glaube, das ist besser. Sieht auf jeden Fall gut aus. Die Herrschaften hier waren, die könnten wir auch löschen. Ach so. Na gut, also wenn das so ist, Krankenwagen, da kann er eh nicht durch. Der steht wahrscheinlich da hinten irgendwo im Stau, komplett. So, jetzt kann der Verkehr weiterfahren. Erstmal. Weil der staut sich schon wieder sehr weit. So.
Der Stau da oben löst sich auch auf. Hier gibt es gar keinen Stau mehr. Ja, war auf jeden Fall eine gute Idee hier mit dem Ding. Das so zu bauen, das sieht echt gut aus. Sieht halt wirklich cool aus. Aber alles so umzubauen, dass es so aussieht hier, das ist, glaube ich, eine größere Herausforderung. Ich kann da nicht hingehen und die gesamte Stadt umbauen. Also die sieht, also schlecht, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Schlecht sieht die Stadt nicht aus. Die ist schon cool. Also das da hier finde ich jetzt halt vom Verkehrsmanagement am coolsten, am besten von allem, was wir bisher so gebaut haben. Funktioniert halt auch. Aber sonst, die Sachen hier finde ich halt auch cool. So kleinere Sachen, die wir halt hier gemacht haben. Mit dem Palmen und mit dem Wasser und mit dem Strand und so weiter. Riesenrad, Attraktionen mit den Bahnhöfen und so weiter. Dass wir hier so kleinere Verkehrsschnittpunkte haben, ist halt auch cool.